Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit AVIDemux automatisiert. Und zwar nicht mit der Konsole, sondern mit dem Programm selber, weil die Konsole nicht alles kann und in meinem Fall gar nichts gemacht hat, also nicht konvertiert hat. Was wir dazu machen ist, wir schreiben uns ein Skript. Ich öffne das einfach mal, damit man da mal reingucken kann kurz. So sieht das aus. Mal kurz drüber gescrollt, also ist ziemlich viel Inhalt. Was in dem Skript im Grunde drin steht, ist alles das hier. Also man kann sich das ganz leicht selber schreiben. Ich werde es auch nochmal unten in die Kommentare posten, unten in den Dings posten. Um das zu schreiben, habe ich einfach AVIDemux aufgemacht, meinen beliebten Videokonverter, Audiokonverter oder gegebenenfalls hier Video Copy eingestellt. Und dann gibt es hier die Option Project Script Save As. Und wenn wir da drauf sind, dann können wir hier einfach mal irgendwas eingeben und haben das bestätigt. So. Das hier ist der gesamte Inhalt von so einem Script für AVIDemux. Man sieht, ich habe mit mehreren Sachen zu tun. Hier steht der Pfad drin und hier stehen noch so ein paar andere Sachen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen hier und uns die Datei hier angucken, wir machen das mal ein bisschen runter hier, dann sieht man, jetzt abgesehen davon, dass die Schrift anders ist, hier steht zum Beispiel ADM Audio Add Track und dann steht hier irgendwas typisch. Und dann gucken wir hier. Und dann stellen wir fest, ADM, Audio, Track, Add, irgendwas. Also es ist eigentlich genau dasselbe. Das heißt, was diese Batch-Datei eigentlich macht, ist nur der Inhalt, der hier geschrieben wird, einmal als Datei hier anlegen. Das heißt, er legt so eine Datei hier an, schreibt da alles rein, was er braucht, startet dann, ich mache das mal hier größer, startet dann AVIDemux, gibt die Datei dazu und sagt dann, er soll es auch direkt speichern und danach das Programm einfach beenden. Und danach diese Datei, die temporäre, die er angelegt hat, soll er dann einfach löschen. Wenn man sich die Datei jetzt komplett selber macht, dann kann man im Grunde alle Funktionen, die man in AVIDemux hat, selber benutzen. Die werden ja alle hier in dem Skript gespeichert. Man guckt sich einfach an, man speichert die Datei selber, guckt sich an, was er denn hier reingeschrieben hat und fügt sie einfach hier in die Batch-Datei mit ein. Wo man aufpassen muss, sind irgendwelche Sonderzeichen. Zum Beispiel hier die spitze Klammer, die muss man dann escapen, nennt man das. Da muss man hier so einen Höckelteil davor machen. Und genauso gab es hier bei den Minusprobleme. Also es gibt da so ein paar Zeichen, das muss man dann ein bisschen Try and Error mäßig rausfinden. Was noch wichtig ist für den Punkt selber machen, automatisch macht AVIDemux immer diesen Teil hier rein, den muss man weglassen. Der ist dafür da, wenn man irgendwelche Schnitte hat, so wie ich jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Marker irgendwo hinsetze, zum Beispiel hier, und dann hier entfernen oder sowas, das ist also dieser Marker. Dieses Teil hier unten. Und wenn ich das jetzt so drin lassen würde, würde es bedeuten, dass er das Video nur bis zu dem Segment mit dieser Zahl macht. Das heißt, ich muss also nachher eine Datei erstellen, die so aussieht und dann funktioniert es einwandfrei. Man muss natürlich hier noch die Datei ersetzen. Worauf man auch noch achten muss hier, das habe ich so reingemacht, der Dateiname muss auf jeden Fall mit Slashes sein. Wenn es ein Backslash ist, dann stürzt AVIDemux einfach ab. Ohne auch irgendwas zu sagen. Also man muss es dann selber rausfinden. Und dieser tolle Befehl hier, also einfach eine Zuweisung der Variablen mit diesem Stück hier, der sagt einfach, dass ersetze alle Backslash durch Slash. Eine andere Sache ist noch, man muss diese Tilde noch vor die zwischen das Prozent und die 1 schreiben, wenn man den ersten Parameter haben will. Aber das sind alles Batch-Einzelheiten, die kann man sich im Grunde auch dann im Internet zusammensuchen. Also das ist so die grundsätzliche Vorgehensweise, die man hat. Einfach nur das Skript schreiben, hier dieses, was auch AVIDemux eigentlich anlegen würde, einfach das Skript schreiben, temporär ablegen, AVIDemux mit der Datei aufrufen und dann wieder, wenn AVIDemux geschlossen ist, einfach wieder löschen. Und ansonsten kann man das natürlich noch ein bisschen verfeinern. Ich habe hier drei Skripte. Ein Skript macht nur den Ton. Ein Skript vergrößert mir die Videos, wie ich jetzt auch hier eins habe, weil das kleiner aufgenommen wird, als ich es nachher hochstelle. Und ein Skript, das war das hier. Und ein Skript lädt mir das AVIDemux nur. Also wenn ich das jetzt mal da reinziehe, dann geht noch die Firewall auf. Das große schwarze Fenster ist übrigens ein Konsolenfenster. Und dann lädt er mir einfach hier die Datei rein, dass die Konsole noch offen ist, braucht uns nicht stören. Ich brauche nur die Datei reinschieben, mache dann meine Schnitte hier rein und dann kann ich die Datei rausrendern lassen, also hier überspeichern. Vielen Dank fürs Gucken.